Gerne. Peace, Leute, was geht? Euer Boy Dave hier heute mit einem neuen Podcast. An meiner Seite Robin. Wer ihn nicht kennt, heute lernt ihr ihn kennen. Servus. Stell dich kurz vor. Ja, was soll ich sagen? Ich bin Robin Schraut. Kenne Dave schon seit wie lange? Boah, da waren wir 14 Jahren so oder so, ne? Ja. Seit ich 10, 11 bin. Ja, schon ewig auf jeden Fall. Ja. Hier immer gekickt. Füllegarten. Er hat früher in der Nähe gewohnt, ich auch. Jetzt viele Jahre sind vergangen. Jetzt sitzen wir hier und drehen eine neue Podcast. Folge. Ja. Geisteskrank, ne? Wie alt bist du? Ich bin 28, 96er Jahrgang. 96er Jahrgang war ein guter Jahrgang, was Fußball angeht. Starke Konkurrenz immer gehabt, aber... Also für die Leute, die es nicht wissen... wir waren jeden Tag Fußball spielen. Ja. Also wirklich im Sommer, wir waren jeden Tag Fußball spielen. So. Und ich schwöre, durch ihn wurde ich guten Fußball. Also jetzt nicht um jemanden hochzuholen, aber es war wirklich. Ja, du bist ja auch älter und so. Danke, ja. Und dann. Das ist das, was er immer sagt. Wenn man Leute trifft, so, durch ihn bin ich guten Fußball. Aber bestes Kompliment. Ja, weil das ist, vielen Dank. Ist wirklich so. Weil. Robin ist ein begnadeter Fußballer oder danke, gewesen danke. Oder immer noch, wie man sehen will. Ich kann es noch ein bisschen. Ja. Und das war dann schon, das war schon ganz gut. Damals mit Völkling erste Mannschaft kommen und so mit 17. Also ich, dadurch, dass ich mit Älteren immer gekickt habe, so, das kommt ja nicht von ungefähr. Nee. Aber wie war deine fußballerische Laufbahn? Ja, also ich bin gestartet als kleiner Junge, wie jeder, der halt das Ziel hat, irgendwas zu erreichen groß. Hab angefangen hier bei Sportfreunde tatsächlich als Kind, weil es halt einfach der Verein war, der in der Nähe war, wie es halt immer so ist. Klar. Und Sportfreunde war zu diesem Zeitpunkt auch noch besser aufgestellt als heute. War geisteskrank. Tatsächlich war Sportfreunde gut. War brutal früher. Also Jugend war wirklich gut. Viele gute Leute sind daraus aus der Jugend rausgekommen. Wir sind dann ja auch alle zu besseren Vereinen im Laufe der Jugend. Dann kam Röschling Völklingen, damals noch JFG Saar-Hallberg, das gibt es heute gar nicht mehr. Ja. Saar 05. Und Hallberg-Prebach. Ja, Hallberg-Prebach. War ich eigentlich relativ schnell bei den Aktiven auch dabei schon. Auch mit, es war 2013, 14 so, mit 17 ungefähr schon immer wieder Spiele mitgemacht. Bei Saar 05 dann? Prebach. Aber ich war Stammverein Saar 05. Ah, okay. Man musste ja vorher wählen, Welchen wo man sich anmeldet. Genau. Ja. Und irgendwann also kam halt der Moment, wo man wusste, es trennt sich. Und zu dem Zeitpunkt bin ich zur JFG gewechselt. Okay. Und ich habe dann halt Stammverein Saar unterschrieben, weil ich wusste, da ist mehr Background. Ist wahrscheinlich, ja genau, also geht wahrscheinlich mehr. Ja. Karrieretechnisch in Anführungszeichen natürlich. Ja. Wusste, dass Timon Seibert Trainer ist. Kennt ja auch jeder. Ja. Super Trainer auf jeden Fall. Da warst du 17, ne? Genau, ja. Und dann war ich bei Saar. Und dann kam, wie es bei vielen so ist, die Verletzung. Aber es kam halt wirklich, du weißt es ja. Also es stimmt, hier wird nicht gelogen. So. Da wäre ich gerade rausgekommen eigentlich. Das war so das war 2015, genau. Das war gerade dann die Zeit, in der Saar sehr gut war. Oberliga-Meisterschaft geholt hat und dann Regio aufgestiegen ist. Wäre also eine super Chance gewesen. Ich habe zu der Zeit auch Abitur gemacht, was natürlich zeitlich dann auch intensiv war. Und dann hätte ich wahrscheinlich auch mit dem Beginn des Jurastudiums wenig Zeit gehabt für Fußball. Allerdings hatte ich dann, wie gesagt, diese Schambeinentzündung ausgelöst durch eine alte Verletzung. Wie kam das? Wie entsteht das so für die Leute? Also so, ich habe gar keine Ahnung davon. Ja, ich bin auch kein Mediziner, sondern aber so, wie hat das angefangen? Weil das ist so. Also es war so, dass halt die Vorbereitung sehr hart war schon im Sommer natürlich. Und ich habe halt gemerkt hier rechts, dass ich konstanten Druckschmerz habe. Aber das erste Mal? Ja, also im Laufe der Vorbereitung. Also vorher noch nie, vorher keine nie, Verletzung irgendwas oder gespürt? Gespürt so. Nicht, aber es war eine da. Okay. Und im Ergebnis war es dann so, dass ich kaum noch sprinten konnte, kaum noch anziehen konnte. Ja. Also das, was mich eigentlich ausgezeichnet hat, Antrittsstärke, Trippelstärke, ich war recht schnell eigentlich, wage ich zu behaupten. Ja. Und wendig, noch nicht so schwer wie heute. Ja. Das ging halt alles nicht mehr. Und dann bin ich zum Arzt, also zu Ärzten, etlichen Ärzten, habe alles mitgemacht. Ja.
mit Infusionen, habe mir hier in die Adduktoren und Schambein, glimpflicher Bereich, habe ich mir Lidocain-Spritzen gelassen, Cortison-Spritzen, alles Mögliche gemacht. Ich war bei Heilpraktikern, die mir irgendwelche Spritzen in die Wirbelsäule gegeben haben, auf die andere, also von der anderen Seite versucht haben. Alles Mögliche versucht, wie es halt so ist. Irgendwann ging es nimmer. Aber da warst du immer noch bei Saar dann? Ja, aber ich konnte nicht mehr spielen. Ja. Also man kann, es ist so tief eingreifend in alles, diese Verletzung. Man bewegt sich so, hat Schmerzen, man macht Sit-Ups, es hängt ja alles miteinander zusammen. Und dann bin ich zum Dr. Hopp. Der hat auch schon einige Bekannte, also was ja offen bekannt ist, Fußballer operiert. Ja. Patrick Schmidt und sowas an derselben Verletzung, auch Bundesligaspieler hat er operiert, weil es halt ein Experte ist, der hat so eine eigene Operationsmethode entwickelt damals, wie man das beheben kann, sofern dieser Fall zutrifft, den er halt dann beheben kann. Bei mir war es so, es hat, das ist zugetroffen, es ist daraus resultiert, dass eine alte Verletzung Narbengewebe gebildet hat. Okay. Also an den Adduktoren, das sind hier diese Stränge, Muskelstränge oder wie auch immer medizinisch ausgedrückt. Ja. Und durch die wurde dann die Entzündung ausgelöst. Und im Ergebnis hat er dann halt das Narbengewebe entfernt, rausgeschnitten, wozu halt erforderlich ist, dass man die Sehnen komplett abschneidet vom Knochen, dass die dann umklappt. Und wie alt warst du da? 19. Überleg mal. Und dann wird das Ganze mit Titan nochmal in den Knochen verankert. Also ich habe hier so zwei Titananker im Knochen. Habe also alles wirklich gegeben für meinen Sport, dass es nochmal wird, weil es hieß halt zu 80-90% nie wieder schmerzfrei. Und dann habe ich es halt gemacht. Das war mir dann egal, weil Fußball war alles für mich. Ja, ja klar. Kriege ich heute noch Gänsehaut, wenn ich das sage. Wirklich. Man verkraft es auch. Du hast ja auch gespielt. Ja, das ist auch traurig. Man ich schwöre, wir waren ja wirklich jeden Tag auf dem Platz. Ja, jeden Tag vorm Training. In den Sommerferien jeden Tag. Ja. Auch alleine so. Da war ja keine anderen Kinder teilweise. Da war niemand. So, das war genau hier halt. Und täglich 8 Stunden. Ja. Und das war schon mittags bis abends nichts gegessen und so getrunken. Und wirklich wie so. Das war geistig. Es war so wie so die Zombies im Club. Der hat einfach weitergemacht. Einfach weiter, Tag für Tag für Tag. Das ist so. Das war irre, ja. Und dann mit 19 die Operation? Genau, das war 2015. Da wusste ich ja eh, also bis ich jetzt nochmal zurückkomme, das dauert. Das dauert. Dann, danach warst du doch bei Homburg. Genau, da habe ich mich aber zurückgekämpft, einigermaßen sogar, relativ gut. Bin dann, das war dann 2 Jahre. Ich guck nur. Ja, ja. Geht eh um dich. Das war 2 Jahre dann später, also angefangen hat die Verletzung im Sommer 2014 und operiert wurde ich im Mai 2015, weil man es halt versucht, konservativ zu behandeln, ohne OP, weil ich das nicht unbedingt wollte und auch niemand von der OP gesprochen hat, bis dieser Dr. Hopp halt dann kam. Ja. Und dann habe ich eigentlich ein gutes Jahr schon gebraucht, bis ich mich erholt habe. Schon krass, Weil die Schmerzen, ich hatte bei allem Schmerzen. Man niest, man hat Schmerzen. Das ist das, was mich dann abfuckt. Man so. Kann keine Sit-Ups machen, man kann nicht laufen. Fußball war sowieso gar keine Option. Ja. Unmöglich, ehrlich. Das ist das, was ich schlimm finde, wenn du dich verletzt. Du hast im Alltag diese Schmerzen. Ja, nicht nur, dass du kein Fußball spielen kannst, aber das normale Leben wird auch... Okay. Hab's genommen. Verrückt. Ja, und 2015 dann zurückgekämpft. Also das dann ist ein Jahr vorbei. Allein halt für mich immer laufen gegangen, individuell trainiert, Physiotherapie gemacht, alles Mögliche halt, damit ich nochmal auf die Beine komme. Muskelverlust natürlich, vor allem Oberschenkelbereich, Oberkörper hatte ich ja nicht so viel Muskel. also es geht. Ja, und dann 2016. Auch Abi gemacht, parallel dazu wollte ich auf jeden Fall nochmal angreifen. Habe dann verschiedene Vereine gehabt, auch Sammel 5 erneut. Habe aber dann bei der U23 vom FC Homburg trainiert, weil ich in eine gute U23 wollte. Saarbrücken hatte zum damaligen Zeitpunkt keine mehr, weil ja abgemeldet wurde, 2015, 16, glaube ich, war es. Das war Saarlandliga oder so. Oberliga haben die doch, glaube ich, sogar gespielt. Ja, ja. Okay. Das war ja das, der Skandal. Die wären abgestiegen, oder?
ich weiß nicht, was wäre, da war FC, die erste war ja noch in der Regio und die zweite war in der Oberliga, das war so. Stimmt, stimmt, die waren relativ nah dran. Die wollten nicht, glaube ich, nur auf einen, was genau war, keine Ahnung, aber. Gut, Oberliga wäre dann sehr hoch gewesen, aber ich weiß nicht, ich glaube, die wären abgestiegen oder so. Ja, das kann Sinn. Auf jeden Fall hat Homburg eigentlich relativ gut gepasst, anfänglich zumindest. Ja, ja, Vorbereitung alles mitgemacht, Testspiele gemacht, leider auf einer Position eingesetzt worden, die ich nicht kann. Die ich was warst du da? Sechser. Sechser? Ja. Er lacht. Sagt alles. Nee, ich bin. Sechser ist halt krass. Ich bin halt Stürmer eigentlich. Nee. So, oder Zehner. So. Also Lieblingsposition. Offensiv. So auf jeden hängende Fall. Spitze, würde ich sagen. So Max Kruse-mäßig. Ja. So, also halt noch. Prime Max Kruse. Ja, so. Diese Position halt so zwischen den Ketten bewegen und sowas. Oder halt außen, wobei außen über die Jahre brauchst du halt Tempo, keinen Bock mehr gehabt. Ja. Tempo hatte ich noch, aber. Aber über 90 Minuten Tempo, das finde ich zum Kotzen. Das ist vielmehr so die Defensive. Ja, das ist das halt hin, nach vorne, nach hinten. Ja, das war nichts für mich. Ich war halt auch nicht darauf trainiert. Also man muss ja Laufwege kennen und alles. Ja, halt dann gespielt. Sechser. Das hat halt gar nicht gepasst. Das war halt irre. So hat das einfach gemacht, der Trainer. Keine Ahnung warum. Und aber es war dann tatsächlich so, dass die Verletzung wieder kam. Also es kam wieder, es war eigentlich ja geheilt, allerdings taucht es jetzt auf der linken Seite auf. Und dann es war komplett weg? Es war also offiziell, geheilt. Offiziell, ne, das sagen die Ärzte ja immer. Ja. Ach, und dann hieß es, es ist rechts noch nicht ganz verheilt und strahlt nach links aus. Links hatte ich aber mehr Schmerzen denn je. Okay. Das dann aber auf der linken Seite nochmal zu machen, mit dem Wissen, dass ich dann komplett operiert bin und beidseitig diese Probleme dann weiter habe, plus Titan und alles im Körper auf beiden Seiten, hatte ich keine Lust, wollte ich nicht, hat auch nicht den, im Ergebnis nicht den gewünschten Effekt gebracht, die OP. Ja. So, ich spreche immer ein ehrliches Wort, das ist, wie es ist. Ich hätte es nicht, ich würde es nicht noch einmal tun. Auch die erste, ne? Nee, auf keinen Fall, weil zu mehr Leid als Freude hat das mit sich gebracht. Das ist krass, ne? Ja, also es ist halt die Wahrheit. Naja, aber trotzdem, das ist so. Körper ist individuell, also klar. Ich will ja niemandem irgendwie, dass gewisse Techniken jetzt nicht tauglich wären oder so, das auf keinen Fall. Aber du würdest halt nicht machen, das ist deine Meinung. Ich würde es nicht mehr tun, weil halt einfach auch der Post-OP-Verlauf sehr anstrengend und schlimm war. Ja. Genau, und dann, um das Ganze etwas zu beschleunigen, habe ich 2017 dann wieder anfangen wollen, war dann bei Sanel 5.2, hatte dort auch einige Freunde noch, die Leute halt so. Von die früher mit, halt so. Genau. Ja. Und das war auch eine sehr coole Truppe, auch ein cooler Trainer auf jeden Fall. Wer war Trainer da? Alexander Roth. Ach so. Ja. Ich weiß nicht, ob er mich noch kennt. Das ist ja schon 8 Jahre her oder so, 7 Jahre. War ein geiler Trainer. Aber dann kam die Verletzung erneut. Also immer wieder. Und das zieht sich dann über die Jahre hinweg. Dann irgendwann FCS 2 auch Anfrage bekommen, wie viele, die mal etwas höher gespielt haben. Ja. Aber auch mittrainiert und gemerkt, diese Verletzung, die wird nichts. Das wird nichts mehr. Also genau. Das ist schon traurig, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich schwöre, das macht mich gerade richtig traurig, weil das ist einfach so, man versucht alles und man ist einfach gefickt so. Ja, aber ja, irgendwann findet man sich halt damit ab. Wie gesagt, ja, Jurastudium auch begonnen und dann habe ich mir während des Studiums halt immer eingeredet, die Verletzung hat mir die Entscheidung, dann im Endeffekt aufzuhören, abgenommen. Ja, weil es wäre sehr schwer gewesen, aufzuhören, wenn ich jetzt irgendwie. Aus freien Stücken so. Genau, aber es wäre zumindest teilweise erforderlich gewesen. Fürs Studium? Das Studium dann auch gut und vor allem schnell, wie ich es reflex geschafft habe, zu absolvieren. Ja. Dann kam, was kam danach? 2020 war Corona, war gar nichts fußballerisch. Aber Studium noch? Ja, Studium, alles. Wann hast du angefangen? 2017 mit Studium? Ja, Wintersemester 16/17. Mhm. Und Jurastudium ist ja so aufgebaut, dass man in Saarbrücken ein gewisses Modell hat mit Klausuren, was es in der Intensität eigentlich an wenigen Unis gibt in Deutschland. Okay. Und dass man halt praktisch Punkte sammeln muss für das Jahr zu bestehen, ansonsten wiederholt man halt wie in der Schule. Das ist dann das komplette Jahr. Ja, also alle Klausuren müsste man dann wieder schreiben, wenn man die Punkte nicht hat. Ja, genau. Das ist schon krass. Das ist hart, aber so siebt man halt aus. Ja, klar, aber das ist schon krass. Ja, ja.
Und genau, nach 6 Semestern, also man hat immer diese Abschlussklausuren, das sind dann innerhalb von 2 Wochen dann 7 Klausuren oder manchmal auch 6, manchmal 9. Ja. Hab das ganz gut und schnell durchgezogen, also dieses Grund- und Hauptstudium. Ja. Und dann kam die Examensvorbereitung, hab die dann gemacht und nach 9 Semestern dann den staatlichen Teil des Examens geschrieben, 2021. Einfach Anwalt. Ja, noch nicht, aber ja, es wird. So gut wie. Genau, war nicht ganz zufrieden mit der Note, weil ich auch ehrlicherweise sehr hohe Ansprüche hatte, habe nicht ganz das erreicht, was ich wollte. Also es war, was wolltest war du? Ganz gut. Nur was du wolltest, das ist ja egal, aber was du wolltest. Ach so, Du kannst beide sagen, wenn du beide sagen willst, mir ist egal. Ja, Noten sind in Jura immer so, das heißt, so. Ich dann ist egal. Das nicht gerne. Also, wir reden nicht. Ich war im ersten Versuch schon überdurchschnittlich gut. Okay. War aber nicht zufrieden. Okay. Sagen wir ungefähr so 1-2 Punkte unter dem, was ich wollte. Notenpunkte. Okay. Na. Und dann habe ich im selben Jahr nochmal geschrieben, direkt. Also man hat Februar und August hat man Examenstermine im Saarland, das sind nur 2 Stück. Da habe ich eine gute Notenverbesserung erzielt. Ja. Bin ja nie zufrieden. Nie. Man kennt mich, Robin ist nie zufrieden, egal mit was. Ja, nie. Und war aber besser dann. Ja. Und dann danach kommt noch ein Jahr Schwerpunkt. Das heißt, man macht ein Rechtsgebiet, das man sich aussucht. Das war bei mir internationales und europäisches Strafrecht, Wirtschaftsstrafrecht und Steuerstrafrecht, weil ich halt einfach interessiert an der Materie bin. Ja. Und Strafrecht ohnehin so ein Lieblingsfach definitiv immer war. Also es gibt, musst dir vorstellen, immer 3 große Bereiche, öffentliches Recht, Zivilrecht und Strafrecht. Öffentliches Recht sind halt Dinge wie Staatsorganisationsrecht, heißt also zunächst so Dinge, wie man in der Oberstufe Politik macht, mit am Rande bekleidet, Bundesrat, Bundestag und so weiter. Plus halt die verschiedenen Dinge wie Verfassungsbeschwerde, will jemand gegen ein Gesetz vorgehen oder gegen ein Urteil. Okay. So Dinge, die vor das Bundesverfassungsgericht gehen, also ganz hoch. Ja. Grundrechte, alles mögliche, Verwaltungsrecht. Das, was man in den Nachrichten sieht, wenn es so große Dinger sind. Ja, so meistens, genau. Also das ist Skandale. Unter anderem das. Genau, Zivilrecht ist halt, ich sag mal, auf horizontaler Ebene, das heißt also unter Zivilpersonen oder mit Unternehmen, da gibt es halt verschiedene Dinge, Schuldrecht, Arbeitsrecht, Familienrecht, Erbrecht, alles Mögliche, was man sich so vorstellt, worüber man streiten kann. Was jeden kann. Betreffen könnte. Genau. Ja. Und Strafrecht halt, also dann... Straftaten. Genau, das ist es eigentlich so im Endeffekt, plus halt Strafprozessrecht, wie läuft das ab? Ja. Genau, und da habe ich auch einen guten Schwerpunkt gemacht, also nochmal eine ziemlich gute Note erzielt. Warst du dann zufrieden? Oder auch nicht? Nie. Also es war eine gute 2-stellige Note, das kann ich sagen, was für Jura schon sehr gut ist. Jura ist stramm. Es gibt also 18 Punkte so und ich sag mal... 8 Punkte sind schon sehr gut eigentlich, 9 Punkte sind super, wenn man die hat im Examen. Wenn man zweistellig ist, ist man so top 2, 3, 5%, vielleicht 10%. So. Krass. Genau, und danach wäre der klassische Verlauf, dass man ins Referendariat geht, das dann halt in der Praxis durchlebt mit verschiedenen Stationen bei der Staatsanwaltschaft. Man macht dann auch Sitzungsvertretung und sowas schon. Ich allerdings habe mich dafür entschieden, zunächst zu promovieren, also einen Doktortitel zu erwerben, auch im Strafrecht. Okay. Habe mir einen Doktorvater dann gesucht, also der erste, den ich dann angeschrieben habe, war noch ein Strafrechtler, Professor, auch Strafverteidiger, den ich im Schwerpunkt hatte. Ja. Der hat direkt zugesagt, netterweise, was mich sehr gefreut hat, dass er mich betreut. Also man hat da einen Doktorvater dann wie so ein Mentor betreut, so genau, ja. Und genau, das mache ich seit Beginn 2023, also schreibe eine Dissertation, das ist eine Doktorarbeit. Ja. Er hat mir auch das Thema vorgeschlagen, was ich sehr korrekt fand, oder mehrere Themen, die ich dann längere Zeit recherchiert habe, um zu sehen, ist das was, mit was ich mich Jahre beschäftigen kann, wo ich vielleicht zumindest teilweise eine neue Erkenntnis für die Wissenschaft liefern kann, weil das die Aufgabe ist in einer Dissertation. Und genau, jetzt sind wir in Sommer 24. Ich habe hart gearbeitet.
habe die Dissertation schon sehr gut in Form gebracht. Also bei mir sind es jetzt aktuell 208 Seiten, die ich geschrieben habe. Das ist relativ. Also es gibt kürzere, aber es gibt auch weitaus längere, weil die Vorgabe auch war, so 180 Seiten eigentlich. Das sind jetzt 200, bisschen mehr. Was ist so Standard? Also 180 ist vorgegeben, aber. Also vom Doktorvater jetzt. Weil halt einfach, man muss einen Zweitgutachter finden und viele Professoren lesen eher weniger gerne jetzt 1000 Seiten. Okay. Genau, also zum Schnitt würde ich sagen 300 Seiten sind so 350, so normal. Es gibt Leute, die machen da 600 Seiten, aber das ist nicht Ziel. Mein Ziel ist es halt in die Praxis zu gehen und eher nicht in die Wissenschaft später. Okay. Das heißt also nicht irgendwie eine akademisch große Laufbahn anzustreben und vielleicht dann zu habilitieren oder Professor zu werden, ist nicht das Ziel. Ist auch sehr, sehr schwierig. Ja. Das ist halt, ne, ist halt extrem. Vielleicht zum Ende der Karriere dann. Ja, ich weiß nicht. Und genau, also die wird hoffentlich dann in den nächsten Monaten abgegeben. Dann warte ich auf die Korrektur und dann muss das Ganze noch veröffentlicht werden. Ach, ich glaube es nicht, dass es dieses Jahr reicht. Ja, gut, das Jahr aber ist ja eh schon rum. Ja. Nächstes Jahr. Zumindest Abgabe ist schon mal gut, ist schon mal eine Last weg. Ja. Weil es halt schon, es ist schon eine enorme Gedankenleistung und man braucht eine gewisse Disziplin, um das auch durchzuziehen. Wie lange dauert die Korrektur dann? Das ist eigentlich unterschiedlich. Also es gibt keine Regel. Mindestens? Es kann von einigen Wochen, was ich schon gehört habe, bis zu Jahren gehen. Boah. Ich hoffe, dass es bei einigen Monaten bleibt. Das wäre ganz gut. Genau, und dann werde ich nächstes Jahr im März ins Referendariat gehen und schreibe dann nach 18 Monaten ein zweites Examen, also Assessorexamen. Aber dann bist du halt schon Doktor, ne? Genau, also starte als Doktor dann ins Ref oder habe dann die Endphase der Verteidigung dran, also der Vorbereitung für die Verteidigung. Muss die Verteidigung auch veröffentlichen. Das ist ein Zwang oder eine Pflicht in Deutschland, dass man das veröffentlicht. Okay. In der Regel in einem Verlag, was dann auch wieder Geld kostet. Also es wird ein Buch gemacht, praktisch. Okay. Verdient man aber eh nichts dran. Und, aber darum geht es ja auch nicht. Und, aber wie ist es dann nach dem ersten Examen? Verdient man Geld? Das kommt drauf an, was man macht. Also ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter an einem Lehrstuhl. Verdient man da was? Verdiene Geld, ja, definitiv. Also man wird dann aufgrund der Einstufung des Examens als sehr anspruchsvolle Ausbildung recht hoch eingestuft in so Entgeltgruppen. Nein. Und man verdient eigentlich ganz gut. Ich war zwischenzeitlich auch kurz in der Kanzlei, bin aber nochmal an die Uni gewechselt, weil das halt besser vereinbar war, auch mit Doktorarbeit, Bibliothek, Literatur und die Vorteile, die man halt daraus hat, wenn man dann in der Lehre ist. Ja. Und ich bin noch AG-Leiter, das heißt also Dozent praktisch für jüngere Semester, die man dann praktisch wie eine Schulklasse so unterrichtet, unterrichtet, Fälle löst mit denen. Ja. Hab das jetzt mehrfach gemacht. Fand es eigentlich ganz gut. Mir macht das Spaß zu lehren. Ich weiß gar nicht, ob du dich noch erinnerst. Jetzt kommt es. Wahrscheinlich nicht. Ist schon ewig her, aber zeigt auch, wie lange wir uns kennen. Du hattest mal eine bevorstehende Religionsarbeit. Erinnerst du dich noch? Ja. Über irgendeine Thematik mit Buddhismus oder sowas. Ja. Und ich habe mich damit ganz gut ausgekannt. Ja, stimmt. Dann habt ihr darüber alles erzählt, was ich wusste. Stimmt. Der Robin ist auch sehr religiös, also so. Ja, das stimmt. War ist so jetzt nicht der Mega-Banger, aber ich habe mich gerade daran erinnert. Das stimmt ja. Ja. Also so, aber damit ihr seht, was für eine Verbindung das ist. So. Das ist die Aussage. Wie so wirklich großer Bruder, kleiner Bruder so auf den. Deshalb. Ja. Genau, ja, Glaube ist auch eine wichtige Sache. Ja, klar. Eigentlich wollte ich noch was zu Fußball sagen vorhin. Ja, alles gut. Dass ich dieses Jahr noch ein Comeback hatte für 8 Spiele bei meinem Kindheitsverein. Wo du mich vollgelabert hast, dass ich kommen soll. Ja, und dann hast du jetzt aufgehört. Ja, gut, ich war ja da. Es hat ja geklappt, so ein paar Monate. Von Winter bis Sommer. War dann ganz kurzer Einwurf mit Fußball bei meinem guten alten Trainer Holger. Grüße gehen raus. Schöne Grüße, Ehrenmann. Hat mich reaktiviert mit alten Kollegen, mit denen ich als Kind gespielt habe. Und dann habe ich das Comeback gegeben bei Sportfreunde. Das Comeback des Jahres. Ich habe 8 Spiele gemacht. Ich glaube, 5 Tore geschossen, 5 Vorlagen. Also ja, schon stark. Es ging noch. Stark. Für die Verletzung, Ja, und die ganze Schwere, weil ich
Es kommt ja noch ein anderer Sport hinzu, den ich seit einigen Jahren betreibe. Und zwar Boxen. Das ist jetzt mein Fußball geworden, die Leidenschaft, aber dazu vielleicht später mehr, bevor man alles so ohne roten Faden erzählt. Genau, das und dann doch wieder kurz aufgehört bei Schwäche. Ja, es ging nicht mehr. Es geht körperlich nicht mehr. Ich kann 4-5 Tage nicht mehr gehen nach dem Fußballspiel. Habe auch viel abbekommen, ist ja klar. Aber das Niveau ist relativ gering. Es war ja eine schwächere Liga. Ja. Da sind halt Leute drin mit 100 Kilo oder so, 120 Kilo. Ja. Den rennt man dann halt 3-4 weg, klar. Aber wenn der Fünfte dich dann kriegt, dann ist halt wirklich, ich wurde so weggehauen immer. Ja. Krass. Dass es sich halt gesundheitlich nicht gelohnt hat. Ja. Ja. Das ist schon verrückt. Aber wegen dem Studium, das ist aber nicht normal, dass man bezahlt wird. Weil es gibt vielleicht Leute, die wollen Jura studieren, die haben gar keinen Plan, weil das zieht sich ja auch. Und du sagst ja selbst, das dauert schon mit Examen 1, dann noch, du machst das Doktor, Examen 2. Ja, ja. Und dann, wann kann man so normalerweise damit rechnen, dass man was verdient? So? Ja, nach dem ersten Examen eigentlich. Das ist so Standard eigentlich. Man kann als wissenschaftliche Hilfskraft oder studentische Hilfskraft an einem Lehrstuhl arbeiten, wenn man ganz gute Noten vorweisen kann und halt genommen wird. Aber man muss nebenbei halt immer noch studieren. Genau, also das ist dann so ein wie duales Studium. 400-Euro-Job oder so. Also so ein Nebenjob. Ja, genau. Ach so. Genau. Okay. Also Geld verdienen kann man eigentlich dann erstmals etwas mehr, was immer noch sehr wenig ist, im Referendariat. Okay. Das ist wie PJ in der Medizin. Wenig Geld, also im Saarland dann 1300 Euro oder so. Okay, krass. Derzeit macht man halt Dinge, die in der Praxis gemacht werden, hat die Stationen, aber bekommt so eine, wie nennt sich das Ganze, ich weiß es gar nicht mehr, so eine Aufwandsentschädigung in Anführungszeichen. Und lernt halt auch noch fürs zweite Examen parallel. Ne? Das ist doch schon stramm. Ja, auf jeden Fall. Also schreibt Klausuren, also man Examen läuft ja so, dass man innerhalb von dann 2 Wochen, effektiv sind es dann eigentlich 8 Tage, also von Montag bis Dienstag ist es meistens, die Woche drauf, hat man dann 6 Klausuren mit dem Stoffumfang des gesamten Jurastudiums halt und schreibt dann juristische Gutachten, bekommt einen Sachverhalt und muss den dann begutachten und die Klausuren gehen 5 Stunden und das ist schon relativ anstrengend tatsächlich. Ja. Also die Art der Abfrage ist hart in Jura, definitiv. Ja. Ja. Und was man halt hat, ist das Gesetz und ansonsten nur das, was man erlernt hat, halt das Handwerkszeug sozusagen. Das ist schon krass. Da schreibt man halt auch gut und gerne 25, 30 Seiten. Meine Finger hier sind schon immer noch abgenutzt. Ja, komplett fertig. Genau, sich das dann 2-mal in einem Jahr anzutun, kann man eigentlich nur dann, wenn man eine gewisse Disziplin und Willensstärke aufbringen kann. Was aber bei mir noch nie ein Problem war in irgendwas. Ja. Du kennst mich ja. Nee, das ist schon. Also ist Hut das ab. Haupttalent, was ich habe in meinem Leben, wenn man das Talent nennen kann, ist. Ist Talent, natürlich. Dass wenn ich was will, dann kriege ich es in der Regel, wenn es durch Leistung möglich ist. Ja. Und jetzt ohne zu klingen wie so ein Spast. Naja, aber das stimmt. Das ist doch. Also Jurastudium ist krass. Ja. Und vor allem du bist jung. Also so. Ja. Weißt du, was ich meine? Das ist so, wer in deinem Alter ist, ja, man muss durch. Die 20er nutzen, ja, das ist es halt. Um was aufzubauen. Das ist halt so, ich finde auch, jetzt so eine bisschen pathetische Aussage, so etwas, aber es ist doch schon so, wenn man die Möglichkeit hat, Dinge zu tun oder die Voraussetzungen gegeben sind, dass man danach die Eltern stolz machen will. Ja. Und, klar. Das versuche ich auf jeden Fall. Nee, ich denke, es ist auch gelungen. Ist doch top. Dass man halt auch dadurch was zurückgibt, in Anführungszeichen, dass man halt Gas gibt. Und das ist halt auch so das eine Motivation. Das ist das Mindeste, was man tun kann. So. Genau. Das ist ja. Dass man halt das Leben nutzt für so Dinge, die halt einen weiterbringen irgendwie. Und genau, ja. So ist das. Schon verrückt. Ich guck nur ganz kurz, ob alles noch läuft. Super. Perfekt. So, dann Fußball abgehakt, Studium abgehakt. Ja. Was geht mit Boxen? Ja, Boxen ist. Robin ist jetzt Boxer. Ja, nicht jetzt, schon länger. Aber jetzt schon so, seit Jahren. Wir springen weiter vorne in der Geschichte. Ja, Fußball ist eigentlich schon vorbei, schon lange vorbei. Ja. Das ist der Hauptsport.
Man sieht's. Seit wann? Ich bin jetzt im ASC Duttweiler seit 4 Jahren. Hab vorher schon woanders dann geboxt angefangen. Bei mir im Fitnessstudio. Also kein Fitnessboxen, sondern richtiges Boxen auch. Ja. Genau, also hat irgendwann dann dieses Krafttraining satt. Weil man macht was, hat keinen Wettbewerb. Ja, das ich bin so schon ein Mensch, der sich gerne... Ohne Ziel. Ja, also, irgendwo. Ja, das ist, wo trainiere ich jetzt hin? Also, ja, das ich ist bin das. Niemand, der irgendwie so eine Fitness, Bodybuilding, Bühne anstrebt oder angestrebt hat oder sowas. Das war jetzt nie interessant für mich. Also Geschmackssache halt. Ein bisschen trainieren, so dass es mir halt was für den Sport, den ich hauptsächlich mache, bringt. Und da habe ich da angefangen zu boxen. Und bin dann irgendwann zum ASC Duttweiler dann gewechselt, auch aufgrund der Tatsache, dass es für mich persönlich der beste Verein ist. Gibt es viele Vereine eigentlich, so jetzt im Saarland? Es geht. Es gibt so, ich glaube, 10 aktive Vereine. Okay. Es wird weniger, also es ist ja wenig populär heutzutage. Und dann 2020 angefangen. Das war, ja, also Duttweiler. Also in Duttweiler. Ja, genau. Und ich war halt, wie gesagt, vorher im Rapid. Man kennt Studio. Natürlich. OG-Studio. Genau, genau. Erstes Fitness in Saarbrücken sogar, jemals. Tatsächlich. Schon verrückt, ne? Und, wie sieht es eigentlich dort aus jetzt? Immer noch so oldschool wie früher. Wie früher. Oben wird was gemacht, ist schon etwas besser. Und unten immer noch wie früher. In der Keller halt. Geil. Ja. Wo man machen kann, was man will. So. Jeder schreit rum, oberkörperfrei. Das ist krass. Die Filme. Genau, und dann bin ich zum ASC Duttweiler gewechselt, zu Uwe Lorsch. Okay. Mein Vater kennt ihn schon seit 40 Jahren oder so. Ja. Halt früher. Normal halt. In Saarbrücken, Molst, ja. Malstadt unterwegs. war auf derselben Schule wie meine Mutter. Ach, krass. Seine damalige Frau, Freundin, war auch eine gute Freundin von meiner Mutter. Krass. Und genau, also er kam auch oft zu meinen Eltern, zum Hähnchengrill. Und hat dann gesagt, ich kann vorbeikommen. Und genau, das habe ich dann gemacht. Und ich trainiere sehr viel mit Alexander Lorsch auch. Ist bekannt. Das ist der Sohn, ne? Genau, ist der Sohn von Uwe. Sehr, sehr guter Freund von mir. Ein guter Boxer. Grüße, sehr guter Boxer. Ja. Technisch auf einem Niveau, was seinesgleichen sucht, definitiv. Ja? Ohne zu schleimen oder sowas, aber ganz objektiv. Technisch deutschlandweit wirklich sehr, sehr gut. Also, Top 5? Top 10? Ja, würde ich schon sagen. So, auf jeden Fall. Ich habe nur schon vorher... Also ist auch deutscher Vizemeister im Profiboxen, im Halbschwergewicht. Okay, hat dann ist er schon Top 3. Vor 2 Jahren einen großen Kampf gehabt gegen den Tom Chemski, heißt er. Okay. Dem sein Gegner ist ausgefallen und hat dann jemanden gesucht halt. Ja. Alex hatte 7-0, also 7 Kämpfe, 7 Siege damals. Ja. Hatte aber nur eine ganz kurze Vorbereitungszeit von 10 Tagen, Oha. Was nix ist für so einen Kampf, während der andere sich halt dann monatelang vorbereitet hat. Trotzdem hat er dann Gas gegeben, hat es versucht, hat einen guten Kampf geliefert. Ja. Also Chemski war, würde ich sagen, mit so der stärkste Halbschwergewichtler in Deutschland zu dem Zeitpunkt. Okay. Mit Michael Eifert, wenn man jetzt mal Felix Stürmer oder so wegnimmt, noch halt die Legenden so, halt in dem Alter. Und aber ich bin zuversichtlich, dass Alex jetzt, also er boxt jetzt auch in Köln gegen einen bekannten guten Gegner, gegen Alan Bauer heißt er. Okay. Das ist der jüngere Bruder von Leon Bauer. Leon Bauer ist ziemlich bekannt in Deutschland. Okay. Der wurde teilweise auch gesponsert von Größen der Boxszene, sag ich mal. Ja. Und es wird ein guter Kampf, prestigereich. Und wie gesagt, ich bin zuversichtlich, dass Alex eines Tages BDB, also Bund Deutscher Berufsboxer, deutscher Meister wird. Das glaube ich auf jeden Fall. Also im Saarland gibt es nicht viele Profiboxer, es gibt ein paar. Ich sag dir vom Boxen, ich habe gar keine Ahnung, so, das weiß ja auch jeder, aber so, ich habe ein paar Leute schon oft gesehen, so auch auf Flyern und so. Mhm. Alex habe ich schon oft gesehen auf Flyern. Ja. So. Und ich finde es auch krass, dass jetzt so diese Kämpfe, gut, durch dich sehe ich das halt jetzt noch mehr ja. Aber das ist schon, das wird schon groß aufgezogen so.
Wenn ich jetzt vergleiche Fußball spiele, das läuft so daher so und so Boxkämpfe, das schon. Ja, also im so wie es aussieht, das ist schon. Wenn man im Saarland an Boxen denkt, kommt man um Familie Lorsch eigentlich gar nicht herum. Ne? Ja. Und Uwe war ja auch ein extrem starker Boxer, Profiboxer, deutscher Meister, also bunddeutscher Berufsboxer, Meister im Cruisergewicht. Das sind halt Titel, die einst Henry Maske und so hatten, ne? Oder Rocky Gianni, die weltberühmt waren. Ja. Und denselben Titel hatte er auch. Und mittlerweile ist er Trainer und Manager sozusagen. Es gibt ja noch andere Profiboxer bei uns im Team. Ja. Und genau, zieht dann auch so Veranstaltungen halt auch auf. Ja. Ich habe jetzt auch schon auf Veranstaltungen von uns dann geboxt, mehrfach. Sind immer. Wie was? Wie ist das? Also so, ich kann mir das ja gar nicht vorstellen. Ja. Du fängst an zu trainieren, dann zu boxen und so im Training. Wie lange dauert es bis zum ersten Kampf? Das ist individuell. Also viele nutzen das ja nur zum Fitnesstraining. Das heißt, wenn man jetzt 40 Leute oder so hat in einem Boxverein, die ins Training kommen, sind aktive Boxer davon vielleicht 7 oder so. Okay, krass. Die machen dann, also wir dann getrennt auch Training, oft Vorbereitung, intensives Sparring auch. Was halt viele Leute sich nicht wollen, ist ja auch völlig legitim. Man muss das ja auch nicht tun. Ja. Man gewöhnt sich dran. Dann ist es halt individuell. Aber bei dir war direkt klar, du willst auch boxen. Ja, wenn ich was mache, mache ich es halt richtig. Ja, ja. Und no front. Genau, also ich hab ja eine gewisse gute Grundkonstitution körperlich. Und dadurch, dass ich halt so viel Training mache, auch mit Alex und Uwe, und die mir alles beibringen und zeigen, habe ich in relativ kurzer Zeit sehr gute Fortschritte gemacht. Bin für die Zeit schon ordentlich besser geworden, definitiv. Es ist immer noch viel Arbeit, weil wenn man aufhört zu arbeiten, wird man schlechter, ist ja so. Ja, klar. Und, aber ich bin zufrieden auf jeden Fall, man muss also relativ zufrieden. Ja, gut, du hast schon Kämpfe gemacht. Ja, also so, Kämpfe gemacht gegen Leute, die halt 20 Jahre boxen, die Boxtrainer sind 30 Jahre. Und das zeigt eigentlich, dass ich mich auf ein gutes Niveau gebracht habe, weiterbringen werde. Und genau, also wir trainieren sehr oft. Ich trainiere enorm viel Ausdauer. Also wie oft in der Woche ist so Boxtraining? Vorbereitung ist halt wirklich dann, Alex hat noch einen gesponserten Raum für sich selbst und dann für uns auch, also den engen Kreis. Okay. Wo wir dann viel trainieren, dann da kommt es schon mal vor, dass man 6-mal die Woche dann trainiert, Vollgas über einige Wochen alles gibt, Gewicht macht und so weiter. Und ja, ich hätte gern mehr Kämpfe schon, hatte einen Rechtsstreit mit dem Bund deutscher Amateurboxer, also mit dem, sorry, nicht mit dem Bund, das war ich schon von BDB abgelenkt, mit dem DBV, mit dem, wie heißen die, DBV. Das, was du mir erzählst. Ich weiß nicht mehr, wie die heißen. Ich weiß die Abkürzung gerade nicht mehr. Das ein Rechtsstreit halt mit irgendeiner Organisation mit rund um Boxen. Amateurboxer, wie DFB, nur halt für Amateurboxer. Da kam ein Schreiben, ich hätte ja auf einer Profi-Veranstaltung geboxt, was unzulässig ist, wenn man das nicht beantragt als olympischer Boxer, also als Amateurboxer. Das nennt sich olympisches Boxen. Okay. Bevor die Leute denken, man ist ein Olympiateilnehmer und dann sowas. Man muss alles erklären. Man muss das erklären. Ja, das ist halt das Ding. Aber das ist gut, dass du es erklärst, weil stell dir vor, irgendein Youngin will jetzt anfangen mit Boxen. Ja. Der hat gar keine Ahnung, weißt du, was ich meine? So. Man braucht definitiv jemanden, der in der Szene alles kennt. Das ist es. Das ist halt für mich dann Uwe oder Alex. Ja. Weil ohne geht man unter. Das ist definitiv so. Es gibt so viele Leute, die laden dich dann in, man kommt zum Sparring hier und sowas, so gewisse Kreise. Die schicken dann irgendjemanden zu einem Anfänger, der den halb tot kloppt. Ja. Das ist halt nicht Sinn der Sache. Und jedenfalls hatte ich einen Rechtsstreit, den ich dann auch gewonnen habe. Hast du gewonnen? Ja, klar. Habe mich selbst vertreten, habe mit dem Anwalt des Verbands dann hin und her geschrieben, diskutiert und gemacht, weil die wollten mich ja für immer sperren. Ja, das heißt, nie wieder Amateur. Boxen, das ist so Quatsch auf einer eigentlich. Offiziellen Veranstaltung, hätte dann halt können, sagen wir, illegale Kämpfe machen ohne Anmeldung und Profi-Veranstaltung und sowas. Genau, also das, was ich auf der Profi-Veranstaltung gemacht habe, das war ein inoffizielles kleines Sparring, ganz klar. Okay.
Das ist ja nicht mit illegal. Zuschauern deswegen. Ja. Das ist also rechtlich geklärt. Und, aber lebenslang sperren. Ja, für immer halt so. Das finde ich macht keinen Sinn. Also wenn das man sind halt Leute, wenn man ganz ehrlich ist, man weiß ja von was, das kommt ja nicht vom DBV. Die analysieren ja nicht jedes Wochenende 50 welche Kämpfe sind da Boxveranstaltungen, ja. Wie ist der gemeldet, als was ist der gemeldet, hat ja. Er eine Lizenz oder nicht, ja. Hat er einen Kampfpass und so weiter. Ja. Das sind halt Leute von anderen Vereinen, so die ist dich es anschwärzen. Halt. Genau, scheißen dich an. Ja. Und wollen dich dann sperren, um die eigenen Leute dann mehr hervorzupuschen. Ich wollte jetzt ja auch Saarlandmeisterschaft teilnehmen. Letztes Jahr wollte ich auch schon teilnehmen, hatte ein Bänderriss, konnte gar nicht gehen. Bänderriss, leider, mitten wie, in der Vorbereitung. Wie Bänderriss? Von was? Umgeknickt. Beim Boxtraining oder beim Joggen? Beim Joggen. Boah. Ja, klingt dumm, aber ist halt so. Nee, nicht dumm, aber das ist nass, so. Es war nass, es war dunkel, war Bordstein, rutschig, boah. Umgeknickt, alles weg. Ja, einige Monate ausgefallen, das dann verpasst. Geisteskrank. Dann noch zurückgekämpft. Und ja, dieses Jahr teilgenommen, extra Gewicht gemacht. Also ich bin ja relativ schwer mittlerweile. Wie viel wiegst du? Jetzt aktuell 89 Kilo. Und wie groß? 1,85. Und ist das Idealgewicht? Oder wie ist es? Willst du höher das gehen? Willst du tiefer gehen? Es kommt drauf an, ob man sich wohlfühlt. Ich fühle mich wohl. Also ein Cruisergewicht ist das dann. Okay. Ich fühle mich da wohl. Ja. Was wollte ich sagen jetzt? Ach so, genau, das geht dann, es wird neu eingeführt bis 86 Kilo. Hab dann Gewicht gemacht, dass ich es dann schaffe, weil ich zwischenzeitlich mehr wog. Ja. Und bin dann noch 84 runter, was schon Überwindung gekostet hat. 84, gerade mit dem ganzen Training in 2 Wochen oder so halt. Ne? Boah. Und, aber hast du es geschafft? Ja, ich hab's geschafft. Also ich musste 86 haben, war 84 ungefähr. Mhm. Komme dorthin, komplett austrainiert, kein Gegner da. Kommt niemand, keiner da. Wie kommt aber niemand? Keine Ahnung, war niemand da. Hä? Also, letztes Jahr waren 5 Cruisergewichtler da, aus Landstuhl und sowas noch. Ja, und dachte, gut. Nächstes Jahr passt es dann, komme ich dieses Jahr hin. Ist keiner da, keiner gemeldet. Wussten die vielleicht, dass du kommst und hatten dann Rückzieher so? Weiß ich nicht. Also wie ist das so? Spricht sich das dann rum? Ey, der und der das ist spricht dieses sich Jahr Cruiser oder? Jo, kann sein, ich weiß es nicht. Also spricht sich auf jeden Fall rum, wer in welchen Vereinen ist und was macht und was passiert in Kämpfen, das auf jeden Fall. Ja. Ja, also. Also weil wenn ich wüsste, dass jetzt jemand, gegen den ich keinen Bock hätte zu boxen, jetzt angenommen, ich wüsste, du boxst und ich hätte keinen Bock, gegen dich zu boxen, würde ich auch nicht kommen, einfach. Das wird gehen, ja. Okay. Also man kann sich anmelden und dann nicht kommen, das geht auf jeden Fall. Und das hat keine Konsequenz? Gang und gäbe im Boxen. Nö, das ist egal. Beim Fußball ist wenigstens noch Strafe oder Punktabzug oder was weiß ich. Da passiert gar nichts. Ich weiß jetzt nicht, ob jemand gemeldet war, nicht kam. Aber es war niemand da. Keiner gemeldet war, es war mir dann egal. Es war halt frustrierend ohne Ende, weil ich, klar. Ich habe gehungert. Krass. Ja, dann hätte ich im Mai geboxt auf in Völklingen. Auf so einen Vergleichskampf zwischen Eintracht Frankfurt und Völklingen, also Eintracht Frankfurt Boxen. Okay. Und hab dann, das wäre eine Woche nach unserer Veranstaltung im Mai gewesen, hab dann auf der Profi-Veranstaltung nicht geboxt im Mai im Bürgerhaus, weil ich Angst hatte, dass ich dann nochmal oder dann wieder eine Sperre droht. Angeschwärzt, genau. Und hab dann da nicht geboxt extra, obwohl das ja viel geiler ist. Das ist eine Profi-Veranstaltung, das sind 600 Leute oder so, das Bürgerhaus ist voll. Das sind, geistkrank. Das sind teilweise ehemalige Profi-Boxer, Trainer, Promoter aus ganz Deutschland oder und alles. War dann mit einer Ecke gewesen bei einem Profi-Boxer aus München, aus Nigeria tatsächlich. Ich? Ja, ja. John Kings Isu hieß der. Austrainiert ohne Ende, war richtig... stabil körperlich, weil er hatte einfach niemand. Unser Trainer, also Uwe, hat dann gesagt, zu welchem von uns geht mit ihm in die Ecke, dass er jemanden hat. Halt so. Der hat gegen Yannick Gödicke geboxt. Auch guter Freund von mir, Profiboxer von uns. Richtig starker Mann. Okay. Schöne Grüße. auch ein Großcousin von mir tatsächlich. Ach krass. Saarland halt. Ja, ja, Yannick hat ihn auf jeden Fall gepackt, ganz klar. Ja? Ja, ja. War ein... Also er hat unsauber geboxt, der Gegner, aber Yannick ist routiniert, hat es dann gut gemacht. Okay. Jedenfalls war das dann das Einzige, was ich gemacht habe an der Veranstaltung, also praktisch Trainer, Betreuer, so für den Typ, der war auch echt in Ordnung. Okay. Krass. Und hätte dann die Woche drauf in Völklingen geboxt und dann habe ich Corona bekommen.
zum zweiten Mal, ich hatte schon das Jahr darauf Corona, als ich in Völklingen boxen wollte. Die Ach, denken krass. Jetzt, das ist so ein Typ, der immer absagt oder so. Aber ich hatte wirklich, ich war so am Ende, ich war so fertig. Die Luft war komplett weg. Momentan haben das ja wieder viele, ne? Ja, ja. Es ist halt so, was ist heute noch Corona? Das gibt es ja seit 2-3 Jahren kaum noch. Ja. Aber ich hatte es zweimal oder dreimal mittlerweile und zweimal halt, als ich boxen wollte. Das ist halt, dann denken die halt, ah, jo. Wie war es beim ersten Mal? Schlimm. Ja? Ja, schon. Zweite Mal schlimmer? Verhältnismäßig geht es immer schlimmer. Krass. Beim zweiten Mal war es, würde ich sagen, weniger schlimm über die Dauer. Also die Heilung trat schneller ein, aber die ersten Tage waren halt so unfassbar, ey. Geht nicht. Also ist nicht möglich zu boxen. Ja, das geht nicht. Vor allem aber wegen Herz und sowas. Keine Schäden danach so. Nee. Also ich habe eine gewisse Herzproblematik, leider. Ja. Das nennt sich AV-Block. Jetzt geht's wieder medizinisch. Was hat der Typ alles? Also mir geht's gut, ich bin gesund, ich kann alles machen, Gott sei Dank. Ja, es stand im Raum, dass ich eine ARVD habe. Das ist eine arrhythmogene rechtsventrikuläre Dysplasie. Okay. Um klug zu scheißen. Ne, Spaß. Und jetzt für die Straße, was ist das? Herzmuskel nutzt sich ab, wird fett. Ah, okay. Ja. Und ich finde Medizin halt auch interessant. So, ja, klar, logisch. Also, aber, ich habe es Gott sei Dank nicht. Das ist das, was ein Fußballer hat, wenn er mit 28 umkippt. Und wie Christian Eriksen. Sowas halt in die Richtung. Es stand im Raum. Hatte ich oder Diawuzi, hast du das mitbekommen? Allgemein Diawuzi. Ich glaube, ja. 25, umgekippt, tot. Albtraum, ganz schlimm. Verrückt, ne? Ja. Und ich habe einen AV-Block, nennt sich das. Das ist halt einfach, dass so gewisse Impulse in den Kammern nicht ankommen. Ja. Habe einen guten Grad und einen guten Typ davon, also zweiten Grades. Beim dritten bräuchte ich einen Herzschrittmacher tatsächlich. Boah. Gott sei Dank ist es nicht so. Also das Herz ist gesund, Gott sei Dank. Aber das sind alles so Dinge, mit denen man halt klar werden muss. Und die man im Hinterkopf hat, während man alles andere macht. Genau, so. Während man Jura-Doktorarbeit schreibt, auf Kampf vorbereitet. Korrektor ist, also ich korrigiere noch Klausuren, bin Dozent, bin wissenschaftlicher Mitarbeiter, trainiere dann 5-6 Mal die Woche Boxen, zwischenzeitlich noch Fußball gespielt, muss irgendwie für die Freundin und jetzt Hundewelpe auch da sein irgendwann mal. Ne? Ja. Das ist ja oberste Priorität. Man hat Verpflichtungen halt. Ne? Ja. Und dann schlägt man sich noch mit sowas rum. Ne? Und dann man muss immer gucken, so sowas, das vertrete ich auch, was ist, also man blickt immer nur aufs Äußere von Menschen, man weiß nie, was jetzt gerade ist. Ist wirklich, was hat er wirklich? Ja. Warum postet er so viel, dass er trainiert und kämpft nicht? Naja, weil ich ein halbes Jahr Rechtsstreit hatte, weil ich Spenderes hatte 3 Monate, weil ich erstmal wegen der Herzgeschichte monatelang keinen Sport machen durfte. Deswegen so. Ne? Man muss immer gucken, was ist mit den Leuten. Und es ist, ja, aber das ist ja auch nicht philosophisch. Ja, das ist eine oberflächliche Welt halt, ist es halt. Heutzutage. Gerade in Jura merkt man das viel. Ja, was hat der an der Klausur? Deswegen spreche ich ungern über Noten, weil das geht den Leuten nichts an. Die sehen, es bringt dass ja ich nichts. Es geschafft habe, das zu bekommen, was ich will. Ja. Promotion anzustreben, wissenschaftlicher Mitarbeiter. Ja. Das sind begehrte Stellen, bin ich froh drum, Gott sei Dank. Ja. Das reicht eigentlich. Das muss man ja auch nicht so nach außen tragen. Weil ich sage auch immer, je mehr man nach außen trägt, das bringt ja nichts. Was bringt dir das zu posten gar oder nichts, sonst so? Weißt du, was ich meine? Ich poste auch Sparringsvideos sehr selten. Ich mache wöchentlich 2-mal Sparring, hartes Sparring. Ja. Ich bin keiner, der irgendwie nur am Sandsack steht oder sowas. Es ist einfach so, dass ich nicht will, dass die Leute sehen, was ich mache, also was man macht. Ne? Ja. Und, man muss ja nicht alles posten, ich poste auch nicht alles. Genau, und vor allem im Boxen ist es halt so, die Leute können sich ja darauf einstellen. Ja. Der hat den WhatsApp-Status, der hat den bei Insta, ich bin öffentlich halt. Ja. Jeder kann gucken, passiert auch, sehe ich oft, dass irgendwelche Leute dann, die vielleicht mal potenzielle Gegner werden könnten, sich die Stories angucken. Ja. Saarland-Boxen ist ja klein. Ja. Und ich will einfach nichts offenbaren. Wie boxt er? So, warum soll ich das dann zeigen? Nur weil es jetzt hart aussieht. Ja, oder klar. Sowas. Aber was ich sagen wollte, das ist auch richtig so. Ja, diese Oberflächlichkeit ist halt schlimm heutzutage, wenn man weiß nie, was für einen Kampf kämpft die Person gerade. Was passiert wirklich dahinter? Was ist in seinem Innern so? Ja. Also, das ist das. Man sieht nur auf Instagram irgendwas und reimt sich dann alles zusammen irgendwie. Wo man gar nicht weiß, wie du sagst, du machst 2-mal die Woche Sparring, aber postest nichts davon. Ja. Die Leute sagen, hey, wieso trainiert der nur und boxt nicht? Ja, genau. Das sind halt diese Dinge. Und wenn man aber genug Weitsicht hat, das zu durchblicken, dann sieht man das auf Insta. Ist ja bekannt, diese
visuelle Dauerbeschallung mit, ja. Der hat das, ich hab das. Man ja. macht das ja mit, man macht es ja, ja unfreiwillig mit. Ja, das ist das. Deshalb folge ich auch keinen Stars und so. Ich ja. folge echt nur Leuten, die ich kenne. Man fühlt sich automatisch, heutzutage fühlt man sich so, als hätte man nicht genug erreicht im ja. Leben, obwohl man vielleicht im Verhältnis ganz... Ganz weit oben mitspielt. Ganz, ja, das wollte ich jetzt so nicht sagen. Aber das ist ja so. Dass man vielleicht ganz gut performt hat für das, was im Rahmen seiner Möglichkeiten gegeben ist. Ja, und ist. Dass aber man gesund ist, das dass ist man diese, das machen kann, was man ja, will und das so. Das ist diese Spirale der Begierde halt. Ja. Ne? Die schließt sich nie. Auch Buddha-Geschichte, ne? Gautama ja. Siddhartha. der hat ja, also ein Buddha ist ja ein Titel, auch festgestellt, die Spirale der Begierde schließt sich nie. Ja. Ne? Wenn ich jetzt Multimillionär bin und habe eine Yacht, die ist 20 Meter, dann kommt der russische Oligarch und die Yacht hat 120 Meter, fühle ja. ich mich wie der letzte Volltrottel. Ja. Obwohl ich einer, der 0,5% auf der Welt bin, die eine Yacht besitzt. Als Beispiel. So. Ja. Und so, das endet nicht. Ja. Und das ist halt schwierig in einer materialistisch gewordenen Welt. Also, ja, das man ist versteht so. Das ja. Also, man fühlt sich einfach besser, weil es einem vorgegeben wird, wenn man das oder das hat. Ja. Aber das ist halt das ist, das ist eigentlich nichts so. Wert. Es ist nichts wert. Ich sage immer, diese ganzen Social Media und so, das ist Quatsch. Weil klar, man postet so Sachen, die man schön findet ja. und so, aber so grundsätzlich ist so, für wen machst du das? Man spielt halt mit. Ja, das ist wirklich, man spielt einfach das Spiel mit so. Ja, wenn man denkt, ohne geht's irgendwie nicht. Ne? Ja, aber wahrer Reichtum ist das ja nicht. Das ist ein, das wird ein Fake-Dopaminausschuss genau, erzeugt. Durch Likes durch und Kommentare. Like von Personen, die, wenn man sie dann sieht, nicht mal Hallo sagen so auf ja. die Tour. Also das ist eigentlich, ist das Schwachsinn. Ja, das ist Müll. Und es pumpt ja auch entsprechend das Hirn leer durch dieses ja. Fake-Dopamin, 100%. Ohr, Like und Reaktion. Ja. Und es geht einfach. Ja, es geht leicht. Ja. Genau. So. Es ist ein ohne Grund vorhandener Dopaminausschuss und dadurch werden Menschen depressiv. Ja. Menschen sind depressiver denn je. Das ja. ist ja klar, gut, Krieg, Corona. Ja. Inflation, Leute haben finanzielle Probleme, die man nicht auf Insta sieht natürlich. Nee. Ne? Aber es ist einfach so, dass die Leute ihr ganzes Leben darauf aufbauen. Man sieht es, man geht in Clubs, jeder hat das Handy draußen, anstatt den Moment mitzunehmen. Konzerte. Ich bin ja auch so, ja, wenn klar, ich irgendwie auf Ibiza bin oder so. David Guetta steht vorne, man muss ihn filmen. Ich war da, ich will es zeigen. Ja. Obwohl man eigentlich denkt, so, genieß doch den Moment. Lass das Handy im Hotel eigentlich so. Ne? Weil man guckt die Videos eh nicht mehr. Jetzt ja. nach zwei Jahren guckst du es eh nicht mehr. Das ist wirklich so. Das ist hirnrissig, aber so, man macht es mit, weil man ist. Man ist irgendwo Sklave der App. Auf jeden Fall. Das ist halt. So läuft das Leben heutzutage. Aber wenn man sich eins und eins zusammenzählt, also ja. Entweder sind das dann irgendwelche, wenn man jetzt nimmt, was Leute dann posten zum Flex zum Beispiel, da postet jemand eine 100.000-Euro-Uhr. Es kann faktisch nicht sein, dass du die hast, wenn du nicht im Lotto gewonnen hast. Weißt du, was ich meine? Ja. Gibt es dann Leute, die sind irgendwie, ohne das abwerten zu meinen, die sind in einer Ausbildung, verdienen 800 Euro und wollen mir dann verklickern, sie haben eine Rolex Daytona. Ja. Ja, klar, ey, vielleicht andere Geschäfte oder was. Aber nicht woher so. Hast du die? Ja. Mit 800 Euro Ausbildung ist. Als Beispiel jetzt. Ja, ja, aber. Und da gibt es halt das Kinder, ist ja so. Die fallen darauf ran. Das ist. Und weißt du, wer noch mehr darauf reinfällt? Frauen. Denkst du? Es gibt schon viele. Du weißt doch, wie es ist. Girls, die sind ja jetzt nicht so in der Materie, jetzt egal um was es geht. Uhren ja, zum Beispiel. Ja. So. Auch eine Fake-Uhr oder so. Kaum Mädchen können unterscheiden, ist die jetzt echt oder fake, weißt du so. Ja, ja. Und dann fallen die halt darauf rein, dass irgendwer die und die Muss man aber auch irgendwo sagen, wenn die Frau auf sowas aus ist generell, ist es eh keine gute Frau. Dann, ja, genau das. Ja. Dann hat sie es eigentlich auch verdient, dass der Fake-Rolex-Träger sie dann klärt. Die dann eigentlich damit auch anlookt. Es ist halt so, aber dann passt ja wieder was zusammen, was halt auch nichts ist menschlich. Ja. So, ne? Das ist so, ja, das stimmt, aber das ist... Die Leute, jeder will so seinen Schein bewahren und ja, möglichst gut nach außen aussehen und die haben aber keinen Seelenfrieden. Ja, so. Genau. Das ist eigentlich, das ist auch so, man merkt das ja, man macht was Geiles, also auch nur Sport oder so. Mhm. Geht laufen, gute Zeit, man postet es. Ich bin ja auch so, ja, das ist ja so. Klar. Aber man macht das halt auch irgendwie, um den Leuten, die einem nichts gönnen oder um denen denken, was ist denn das für jemand, dem zu zeigen halt. Ja, ne? So. Klar. So sieht es halt aus. Ja. Na, dann spielt man das Spiel wieder mit. Aber es ist generell so, das Insta-Thema, wenn man das jetzt gerade so hat oder wenn man das jetzt gerade so bespricht, das ist generell eh so, dass
die Welt oder in denen, ich habe jetzt Insta seit 10 Jahren ungefähr. Ja. Also ich habe so auch seit die App 2014, so, seit es rauskam, wir hatten, seit es rauskam, hatten wir Insta. Ja, ja, mit so beige und blau und alles. Die Posts okay, immer, ne? Dann 80 Hashtags, so, damit Leute es liken. Damit irgendwelche Leute aus Russland es liken und dann Follow für Follow mit denen russischen genau, Accounts genau, und so. Genau, irgend so ein Quatsch, ey, das dass war, das cool aussieht. Das ist ja geisteskrank. Aber wie die Leute sich auch teils präsentieren, ist ja Wahnsinn. Ja. Gerade jetzt in unserer Generation, ja, was da gepostet wird. Ja. Ich poste auch gerne Dinge über Sport oder Urlaube. Klar. Bin gerne in Urlaub, gerne auf Ibiza. Aber man darf die Realität nicht vergessen. So. Ja, das ist halt, es stellt sich die Frage, was will man damit bezwecken? Und die Gesellschaft ist halt wirklich so abgestumpft, dass ja mittlerweile Onlyfans und sowas als ich ist normal salonfähig, ja, dass man sich dann schlecht fühlt als jemand, der ehrliche Arbeit macht, der ja einen langen Bildungsweg vielleicht geht, ja, und sieht dann, man bekommt es ja überall mit, ja, dass da Leute oder Frauen Millionärinnen werden, dadurch, dass sie sich verkaufen. Ja. Das ist nichts Erstrebenswertes. Und, nee. Also, die sind 5 Monate auf Ibiza. Ja. Ich bin 2 Wochen dort und denke dann so, was habe ich falsch gemacht? Aber dass ich dort sein kann, ist ja schon geil. Natürlich. Aber man denkt sich, ich hustle so mit so einer Geistesleistung so lange, so viel. Ja. Und die gehen hin und machen nichts. Ich verübel's denen ja nicht. Kann ja, ja jeder machen, was er will. Aber klar, das ist halt irgendwie... Das ist nicht die Realität, sage ich immer. Ja. Weil man hat so das Gefühl, jeder will ja auch Content Creator werden oder sonst was, ja, werden. So, jeder will klar so dieses einfache Geld, aber das ist ja nicht die Realität. Das bleibt ja auch nicht. Das ist ja auch lang nur ein anhaltend Bruchteil von Leuten, die wirklich was verdienen. Bei anderen sieht es so aus, als wären die krass am Ballen oder sonst, ja, was, aber da ist nichts dahinter, wenn du dann mal wirklich hinschaust. So. Ja, jeder will halt denken, weil es dir vorgegeben wird, dass man mehr wert ist, wenn man bekannt ist, wenn man Geld hat oder sowas. Ja, wenn man die und die Marken trägt, wenn man an, ja, den und den Orten ist. Das ist eigentlich so ein Irrsinn. Das ist Quatsch. Das ist wirklich Quatsch. So, weil du verbrennst dein Geld dafür, dass andere dich anerkennen. Ja. So, und die Anerkennung von denen ist ja eigentlich gar nichts wert, weil die sind geistig gesehen ja keine guten Menschen. Ja, sowieso. Weil wenn die dich dadurch anerkennen, ja, im Winter, das ist ja das. Ich finde das ein berechtigtes Dribbeln, wie du es nennst, ja, ist in Ordnung. Man muss es machen, ist klar. Ja, jeder verkauft sich gut. Weil es halt so funktioniert, damit man halt auch vorankommt und mitspielt. Das ist ja klar, gerade was Netzwerk und sowas angeht. So ein bisschen macht jeder. Ja, ist normal. So, das ist wie erstes Date, man zieht sich schick an. So. Ja, man kommt dann nicht wie der letzte Penner. So. Und das ist, Instagram ist wie so Lebenslauf, aber für Freizeit, ja, so gesehen. Stimmt eigentlich. Und daran wird der Wert eines Menschen dann bemessen. Genau. Ne? Aber eigentlich... Das stimmt schon, das ist einfach wirklich Lebenslauf. Ja, ne? Eigentlich schon. Das ist einfach der Lebenslauf. Wissenschaftliche Feststellung. Das ist echt geisteskrank. Und man spielt es mit, leider spielt man es mit. Aber wenn man genug Weitsicht hat, um das zu verstehen, was eigentlich passiert, dann weiß man eigentlich ja im Inneren schon Bescheid. Ja. Man muss sich halt verschließen vor dem Ganzen. Ne? Weißt du, was das Geisteskranke ist? Dass wir einfach nicht damit aufgewachsen sind. Ja, das ich sag, ist schon das besser. Das ist unser Vorteil. Ja, oder Nachteil vielleicht. Vorteil, aber um glücklich zu sein. Wir waren den ganzen Tag auf dem Bolzplatz, wir hatten nicht mal das Internet. Es gab kein Internetflats und so. Es war viel besser. So, wir haben geschrieben, ich bin in 5 Minuten bei dir, ich komme mit dem Fahrrad. Ja, genau, mit BMX noch damals. So, mit meinem grünen BMX und so Filme. Das war, und dann Handy zu Hause gelassen, aus Angst, hier klaut es irgendwer. Genau. So, ganzen Tag Fußball gespielt, die Eltern wussten, wenn die uns suchen, wir sind hier. Ja, heimgekommen und man war glücklich. So, dann das Playstation war's an und... Ultimate Team gezockt. Ultimate Team, ja. So. Okay, Instagram, hast du das gesehen, der hat das geliked. Das ist halt auch das, was die Leute heute depressiv macht, weil man sich immer vergleicht und man vergleicht sich. Ich vergleiche mich immer nach oben, ne, mit Leuten, die was besser können oder ist immer so. Bekannter, reicher, toller angeblich sind. Ja, ja, ne? Klar. Und das macht irgendwo schon depressiv. Ne? Natürlich. Ich habe das auch früher oft gehabt, so bei Fußballern, so, wenn man selber noch Fußballer werden wollte, ja, ja, dass man guckt, was macht Leroy Sané. Ja, gut. Weißt du, so zum Beispiel, aber ja, so ja, einfach, klar, das ist so dieses, du guckst dann, was machen die, was geht bei denen ab und dies und das und du imitierst sie auch irgendwo so ein bisschen. Ja, klar. Und dann ist es so, du wirst halt nicht glücklich, weil es gibt, Leroy Sané guckt wahrscheinlich auf Vinicius Junior. Wahrscheinlich, ja. So, das ist einfach, es gibt einfach kein Ende. Ja. Und dann gibt es Messi als Beispiel, der ja unangefochten der GOAT ist, ja, ganz klar. Hate ohne kommt Wenn jetzt, und Aber. Kommt jetzt, ist mir egal. Ja, sollen die haten. Hier. Die sollen haten. Ich lieb und dann gibt es Leute, die sagen, ihr kann ja nichts.
Das heißt, wer soll ich als Robin Schraut, als kleiner Robin Schraut sein, um es jedem recht zu machen? Ja, soll jemand sagen, ja, der macht irgendwie das oder das, Scheiße, was mir nicht passt, ja, oder warum hat er dieses Jahr noch nicht geboxt? Oder, ja. Das ist mir völlig egal, weil die Leute, was ich damit sagen will, man kann der Beste in allem sein, die Leute reden ist immer schlecht, ja, weil es gibt Leute, die reden und es gibt Leute, die machen. Und die machen werden von denen, die reden, beobachtet. Natürlich. Und schlecht gemacht. Ich mache nie Leute schlecht, ja, oder, weil ich habe nichts davon. Ich nee, das ist unnötig. Besser. Man supportet ja sich, ja, ganz einfach. Warum soll ich jetzt, wenn jemand Scheiße spielt, sagen, der spielt Scheiße? Ja, das ist es halt. Das ist so richtig so unnötig. Das ist halt, ja, das ist halt auch eigentlich ein Ding eines zumindest fairen Boxers oder Kampfsportlers, ja, dass man den Respekt bewahrt. Schwätz ruhig. Ja, ja, dass man den Respekt bewahrt und entsprechend sich dann im Sparring auch härter angreift, wenn es auf einer fairen Ebene bleibt, ohne ja jetzt irgendwie Leute kaputt hauen zu wollen. Ja. Und sich danach die Hand gibt und sagt, war geil, war gut. Ah ja, klar, so. Da, letztendlich ist es ja nur Sport. Es ist nur Sport. Das machen ja die Profis. Es ist wie ein Torschießen, ja, wenn man jemanden gut trifft, zum Beispiel, ja, so vom Gefühl her oder ja was es halt bringt. Ja. Das ist halt auch so, was Kampfsport, denke ich, lehrt. Respekt vor Leuten und dem, was sie tun, ohne das schlecht zu machen. Ja, also ich kann jetzt auch hingehen und einen Anfänger komplett kaputt boxen. Ja, bringt klar ihm nichts, bringt mir nichts. Ja, Alex kann jetzt auch hingehen, mich komplett kaputt boxen. Ja. Bringt ihm nichts, bringt mir nichts. So. Es ja ist halt so. Das ist es halt. Deswegen, Support ist immer besser. Ist schon, diese Welt ist schon am Abgrund irgendwie, ne? Ja, also. Also wenn man darüber, guck mal, wir haben jetzt diese Sicht, dass wir das trennen können. Wenn man Instagram aus einem gewissen Nutzen, so du fürs Boxen, ich für, keine ja Ahnung, Content oder so, ja, ja, aber wir wissen, das ist nicht das wahre Leben. Nee, so, auf keinen Fall. Die Leute, die wir beeindrucken, sind Leute, die uns nicht Hallo sagen man würden, kennt die, nicht, die lästern, so, ja, die, eigentlich ja, nur, die eigentlich nur warten, bis es was Negatives gibt. Ja, klar. Die gucken immer, bis es was Negatives gibt. Ja, und sagen jetzt, guck, er hat YouTube gemacht, genau, jetzt. Er denkt jetzt vielleicht, er wäre der oder der, genau, mit den Klicks und dem und dem. Genau. Aber dass man das aus einer gewissen Passion rausmacht, sehen ja, die Leute wenn man gar einfach nicht Bock darauf hat. Ja, wenn man so halt einfach was macht. Das ja ist doch gut. Create, don't hate. Ja, so, so. Und Leute, die mehr machen als man selbst, würden dich nicht haten. Nee, auf keinen Fall. So. Man greift immer den an, der den Ball hat. Ja. Das ist schon so. Ey, das hier sind Sprüche, ey. Glückskeks. Das ist geisteskrank. Aber es ist die Wahrheit. Man greift den an, der den Ball hat. Aber es ist doch so. Ja, das ist so, man das kann berechtigt mal austeilen, wenn was ist, so klar. Aber ja, muss man auch. Man kann, muss auch mit allem konform gehen, was jemand macht. Ja. Man kann jetzt hingehen und sagen, keine Ahnung, Person XY, bevor irgendeine Klage kommt von irgendeinem Promi oder so, fahre ich nicht mit den Film. Reicht ja jetzt so. Ja, das ja kann ich mich nicht damit identifizieren. So. Ja. Finde ich blöd. Weil das ist auch das gute Recht. Blöd sind. Ja, klar. So, man muss ja nicht alles gut finden. Nee. So, wir finden OnlyFans blöd. Ja, auf jeden so Fall. Also, das ist so. Wenn man es halt macht, ist ja unser gutes Recht. Ja, so, dann soll man es machen. Aber wir verstehen auch, dass das Mädchen. Also, sind wir mal wirklich ehrlich. Wer will eine Mutter, die vor Jahren sich nackt im Internet präsentiert? Cooles Fremdwort, Promiskuitivität, also den. Ja. Nee, das ist zu klugscheißerisch, ich schneide das raus. Ich lasse es drin. Okay. Wave Podcast ist ungeschnittene Wahrheit. Okay, gut. Außer Anfang. Das heißt, und man ist offen, die Leute zeigen sich offen als Schlampen, ja, gehen damit um, ja, als wäre es normal. Ja. Für mich ist das nicht normal. Das ist nicht normal. Und was soll der Quatsch? Das und der Mann, der einfache Mann, der lässt sich davon. Also mir jetzt nicht, ja, ja, ich bin ja eh vergeben, ja, seit 7 Jahren, Gott sei Dank. Grüße gehen raus. Grüße an Laura. Der einfache Mann. Der lässt sich davon vielleicht blenden und Leute um den Finger drehen, weggehen. Leute drehen durch. Ja. Also, da gibt es Männer, man kennt das ja von irgendwelchen Crime-Serien ja oder so, ja, die überweisen Millionen an irgendwelche Frauen, in die sie sich verliebt haben, die halt komplett verarschen von... Ja. Letztens noch gesehen, von oben bis unten, ich bräuchte, mein Onkel in Peru ist krank, überweist ja mir immer 100.000 Euro. Überleg, das machen die. Ja. Das ist so krank. Das ist wirklich, das ist wirklich geisteskrank. Und was ich auch schwierig finde, dass es dann, das macht ja auch was mit den Mädchen, die das nicht machen. Weil die ja denken definitiv sich, die sind zu hässlich, um damit Geld zu verdienen, weißt du was ich meine? Obwohl ja die eigentlich ja mehr wert sind in dem Sinne, weil die sich irgendwo nicht verkaufen. Ja, 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 ja. So. Also es geht, würden das jetzt Männer machen, Männer, die OnlyFans machen, ist genau dasselbe. Ja, natürlich. Ist genauso wertlos ich irgendwo. Ich denke halt, dass der Vergleich bei einem Mann
weniger intensiv ist, ja, was die Emotionen angeht. Da denkst du schon, ich jetzt ein Mann sehe, das bockt uns jetzt weniger so. Aber bei Frauen, ist halt schon so, boah, die vielleicht, guck mal, die ist dünner als ich oder die ist trainierter. Die hat bessere als Kurven als ich. Da stehen halt mehr Männer dann drauf, weil sie sich halt entsprechend auch präsentiert. Dann hat die mehr Likes, ist ja klar. Ja. Als jemand, der nichts postet oder wenig. Ja. Aber irgendwo muss man die alten Werte mal noch aufrechterhalten. Das habe ich auch letztens gesehen. Die alten Werte waren so, man hat einen Mann, der für einen 1.000 Euro ausgibt. Mhm. Und die neuen Werte sind mal 1.000 Männer, die 1 Euro ausgeben. Ja, so ungefähr. So, das macht gar keinen Sinn eigentlich, wenn man darüber nachdenkt. Die Menschheit ist halt, ich sehe es auch, ohne jetzt jemandem zu nahe zu treten jetzt wollen. Kommt's. Man sieht das ja auch im persönlichen Umfeld, die Leute sind teilweise auch einfach beziehungsunfähig, weil das Hirn einfach nur noch auf schnellen Dopaminausschuss oder schnellen Kick aus ist. Und die kommen nie an, die sind so rastlos, die jagen dann dem oder dem hinterher. Auch mit Geld ist es bei vielen Leuten so. Ja. Und im Endeffekt kommt man nie an, das ist nicht das Wahre. Ja, man hat keinen Seelenfrieden. Das ist so, wenn du geil auf Geld bist, dann klappt's nicht. Keine ist, Chance. Wenn man nur so Sachen wegen Geld macht, keine ich Chance. Bin nicht wegen Geld gegangen. Nee, aber so dann, Bushido sein. Ja, ja, nee, dann klappt's nicht. Ich mache Jura auch aus einer gewissen, also ich habe es aus einem Interesse gestartet. Und ich mache es, weil es mir Spaß macht. Ich könnte mir nicht vorstellen, kein Hate, aber irgendwie ein trockener Sachbearbeiter zu sein, der irgendwelche Dinge macht in irgendeiner Behörde oder irgendwo sitzt, irgendwo einen Stempel drauf klatscht, unterschreibt, gibt das dann weiter, erfasst das in einer Excel-Tabelle den ganzen Tag, mein Leben lang. Es war nie eine Option für mich. Ja. Aber das ist ja auch okay. Ja, definitiv. So, vor allem jeder hat ja auch die Wahl, mehr oder weniger, was er machen will. Ja. Klar, der eine hat besseren Background, der andere schlechter, aber so grundsätzlich kann jeder ja das werden, was er will. Definitiv. In Deutschland. Eigentlich so. Ja. Also wenn man genug Willenskraft hat, da muss man halt auch mal wieder vergleichen. Ne? Also uns geht's gut, Gott sei Dank. Ja. Man denkt sich halt oft so, ich treibe mich halt im Inneren immer in die Unzufriedenheit, weil ich denke, Unzufriedenheit ist halt das, was einen antreibt, dass man besser wird. Ja. Denke ich auch so. Ich könnte jetzt schon Doktor sein vielleicht, dann Dissertation ein Jahr, halbes Jahr Korrektur, ich könnte jetzt fertig sein. So. Ja. Aber wenn man mal dann vergleicht und guckt, was vielleicht so der Schnitt ist, in, also statistisch gesehen, wie lange wie schnell man ist und wie gut man das gemacht hat, dann ist man eigentlich jemand, der diese Gedanken nicht haben sollte. Ja. Dann wiederum denke ich, aber ich bin so, weil ich die Gedanken habe. Ja. Weißt du, was ich will? Ja, klar. Man treibt sich selber damit. Burbacher hat ein Abi. Weißt du, ich glaube 0,5% oder so. Und das ist ja nur Abi. Weißt du, es ist so eigentlich. Füllengarten ist was anderes. Ja. Also kein Hate, aber Füllengarten ist schon was anderes. Füllengarten ist... Es hat nichts damit zu tun, was jetzt in anderen Ebenen läuft. So. Muss es schon so sagen, oder? Ja, Füllengarten ist... Ich sag immer, das ist so fernab von dem anderen. Das ist ja auch eine gewisse räumliche Distanz. Ja. Ich bin ein bisschen näher an Altenkessel, Matzenberg und sowas, als jetzt irgendwo Riegelsberg. Breite Straße oder Boberer Markt oder sowas. Ja. Das hat ja nichts. Das ist auch kein Hate, ist ja alles gut. Ich sag das nur, weil man immer so eine gewisse Oberflächlichkeit hat, der man begegnet. Ja. Wenn man jetzt kommt aus, der kommt aus, keine Ahnung, 115, der kommt aus 113, 117. 111. Wird man abgestempelt oder so. Ja. Nur 123 ist gut so, das ist ja eigentlich auch Quatsch. Also nee, das ist. Wir wohnen ja super. Also, Also wirklich. Schöne, super Gegend. So. Jetzt würde ich hier leben. Alleine, guck mal, das ist einfach ruhig. Wir drehen hier gerade draußen einen Podcast. Sag mir, ein anderer Ort, wo du so... Ohne abgestochen zu werden. Ohne abgestochen, ohne irgendwie Kids oder irgendwie, hier, dass hier Junkies sind oder so. Ja, hier ist gar nichts. So, hier das ist wirklich ruhig. Das muss man auch sagen, das sind die Dinge. Und aber nochmal zum YouTube-Thema Respekt. Wie lange machst du das jetzt? Boah, schon einige Jahre, oder? Mein erstes Video kam 2019. Ach, krass. Ich erinnere mich noch an ein ganz altes Video. Das Welches? Das war so geil. Welches? Das war dieses Why did you miss the call? Oh mein Gott. Ich war von Anfang an dabei. Das war geil. Das war so, das war wirklich why did you miss the call? You're not my son anymore. Das war gut. Das war echt geistkrank. Ja, früher... Gibt es das noch? Ist das noch? Ja, es gibt alles noch. Ich guck das später noch. Ich habe überall, gut, mit YouTube Shorts, diese Dings, diese Reels. Ja, ja.
Ich habe über 1000 Videos. Oh, krass, krass. Also auch dann diese ganzen Straßenvideos, jetzt die ganzen Stadion-Vlogs. Stimmt. Dann Challenges, wo mir keine Ahnung was gemacht haben, Chili-Challenge oder sonst ja, was. Ja. Dann die Podcasts. Wir machen hier noch Fußball-Challenge bald, würde ich sagen. Ja, wo man Fußball spielen, wo ich mit meinen Cousins war oder so. Also ich habe schon viel, dann keine Ahnung, irgendwelche Konzerte, Clubshows, sonst was, alles mögliche. Also so. Die das ganze ist aber, Bandbreite. Das ist so, ich mache das wirklich, weil es mir Spaß macht. Ja, so. Ich mache keine krasse Klicks oder sonst was, aber so auf dem Podcast. Ich hole so Leute, die ich kenne, ja, wo ich die interessant sind, so, die auch Bock darauf haben. Das hat auch nicht jeder Bock jetzt. So. Ja, das stimmt. Das aber Saarbrück Memes zum Beispiel. Ja. Der hat gesagt, der macht lieber mit mir einen Podcast als mit irgendeinem Radiosender. Ja, natürlich. Interview. Ganz weil er sagt, so, das ist authentischer, weil diese Radiosender sind ja jetzt nur da, weil ich groß bin. Genau. Also er in dem Fall. Vorher nie gekommen. So. Stellen irgendwelche vorgefertigten Fragen, so wie sind sie. Ja, so diese oberflächliche. Ein Meme zu machen mal. Ja. Was hat sie dazu veranlasst? So, wie machen sie das und dies? So unnötige Fragen, so Sachen, die kennen Mensch Jucke so. Ja. Deshalb mache ich das mit Leuten, die noch Persönlichkeit haben. Weil auch mit so Rapper, wenn du Interviews machst, alle geben dir dieselbe Antwort. Ja, wie bei Fußballern. Alles dieses Oberflächliche so. Alle reden gleich, wie Fußballer. Ja. Und dann, wenn man ein Toni Kroos oder wer auch immer mal was anderes sagt, ist direkt, oh, der hat was Neues gesagt. Krasser Skandal. So. In Spanien ist es sicherer als in Deutschland nachts. Ja, geh ich mit. Ist halt so. Ja. Das ist halt die Entwicklung. Das sehe ich keinen Skandal, aber das ist diese vorgefertigte Mainstream-Ansicht, die man haben muss. Nicht aufzufallen. Ja, es gibt ja auch beim DFB explizit immer so gewisse Leute, die halt dir genau vorgeben, was man sagt, damit man nichts sagt im Endeffekt. Ja, genau, genau. So, ne? Das steht, Biografien gelesen, viele von Özil und so damals noch. Ja. Sowas lese ich ganz gern, so Sportbiografien oder David Goggins, geiler Typ. Macher. Irre. Ach, Vorbild auf jeden Fall. Ja. Mit dieses Jahr auch einen Halbmarathon laufen tatsächlich. Echt? Ja, deswegen intensives Lauftraining, bringt fürs Boxen viel. Und ich habe es vor, im Oktober Westspangenlauf, 21 Kilometer. Boah. Ist immer eine gute Challenge für sich selbst. Ja. Und von solchen Leuten muss man halt konsumieren. Ja, ja klar, bevor man natürlich die Scheiße, die es im Internet gibt, konsumiert. Kennst du diesen Ada Satchi, Satki? Habe ich schon mal gehört. Der von Berlin nach New York laufen will? Ja, ich habe ihn schon mal gesehen, weil ein Freund von mir mal ein Foto mit dem gemacht hat. Genau, der ist. Aber ich habe den noch nicht verfolgt, tatsächlich. Der ist, also der nennt sich Ironman, der macht auch Instagram und so dies und das, aber der ist so Ernährung, der ist eine Maschine. Mhm. Ich schwöre, der glaube ich. Geil, der sieht wirklich aus wie ein Boxer und läuft aber. Mhm. Also der macht verschiedene Sportarten so, Fahrradfahren, alles Mögliche so. Der ist einfach topfit, schwimmen, alles. Geil. Und der ist von Berlin losgelaufen, wollte nach New York laufen, also mit Fähre dann und so etc. Aber der war hier schon und hat sich dann in der Wade verletzt und konnte dann nicht weiterlaufen. Ach, und jetzt hat er es wieder aufgenommen, nach 2-3 Monaten Pause, weil der wurde dann behandelt etc. Ja. Aber überleg mal, der Kumpel hat Bild hier mit dem und der ist hierher gejoggt aus Berlin. Das ist schon sehr bekannt, oder? Ja, ja. Okay. Also vor dieser Challenge war der auch schon bekannt. Mhm. Aber jetzt durch diese Challenge, weil wer ist dazu in der Lage? Das sind wie diese Ultra-Trail, Ultramarathon-Läufe, 180 Kilometer. Und der will für dieses Ironman, ich weiß, das ist irgendwie so Challenge in Amerika, ich glaube, dafür trainiert, also daraufhin trainiert der auch so. Aber der ist wirklich, das ist verrückt. Also guck dir das mal an. Ich glaube, der gefällt dir, weil der ist also wie dieser Gorgons, nicht so. Gorgon ist ja auch viel mit Mindset und so. Ja, ja. Er auch, aber mehr so in Sportrichtung so. Okay. Weil der sagt, ihr seid heute 5 Kilometer gelaufen, 5 mehr als gestern. Ja, das stimmt. So. Das macht was Positives. Ja, und so nicht dieses, nur unzufrieden. Er sagt so, vergleicht euch nicht mit mir, weil es bringt euch nichts. Also ihr werdet nicht glücklich. Das ist wie wenn ich mich jetzt mit dir vergleiche im Laufen. Weißt du, was ich meine? Das ist so, macht keinen Sinn. Ja, man muss sich mit sich selbst vergleichen irgendwo. Ja, ja. Klar, für Motivation. Besser war als gestern. Ne? Ja. Und man muss auch das Ganzheitliche sehen. Natürlich. Ich bin jetzt letztens 10 Kilometer gelaufen in 46 Minuten. Das macht einen Schnitt von 4 Minuten 37. Bei 30 Grad an der Saar als 90 Kilo schwerer Mann. Ja. Natürlich gibt es Leute, die sind schneller. Natürlich. Aber lauft das mit dem Gewicht. Und bei dem Wetter. Macht das bei dem Wetter.
komplett zerstört vom Boxtraining, ja, geht dann noch ins Fitness und trägt 120 Kilo. Ja. Mach das beides, ja, ganzheitlich. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, klar, so, das ist ja das. Sei von mir aus schneller. Ja, mit 60 Kilo laufe ich auch schneller. So, weißt du? Klar. Sei von mir aus stärker. Ja. Aber dann läufst du nicht so schnell. Ja. Nicht, dass ich jetzt alles perfekt kann. Ja, ja, ne? Ja, gar klar, nicht, gar nicht, gar nicht. Aber es gibt immer so. Man aber muss das sehen die Leute nicht. Für sich selbst das perfekte Mittelmaß finden. Ich hab's aber an 44 geschafft. Ja. Da denke ich mir, ja, von mir aus. Aber hast du den ganzen Tag nicht geschafft? 60 Kilo. Oder so, weißt du, was ja, ich meine? Ganz Tag nicht geschafft. Ich habe 60-Stunden-Woche hinter mir so. Und mach das Zahnfleisch, mal. Trainiere nachts, damit ich überhaupt trainieren kann, teils. Oder spät abends. Ja. Das ist ja das. Und das sind halt diese Oberflächlichkeiten, um den Kreis zu schließen von dem ganzen Thema. Deswegen, abschließend ja, noch, die Frage stelle ich jedem. Ja. Wenn dein Leben ein Film wäre, was wäre der Titel? Ich brauche kurz Zeit zum Überlegen. Ja, alles gut. Kann alles sein. Zitat. Mhm. Wirklich ein Film, irgendeine Weisheit, die dir irgendjemand mal mitgegeben hat, irgendwas. Ich würde sagen, never finished. Perfekt. Ich hoffe, das trifft zu. Ich gebe auf jeden Fall alles dafür. Easy. Gut, ich danke dir für die Möglichkeit. Kein Ist Problem. Nicht selbstverständlich. Ach, ich hoffe, Quatsch. Es hat den Leuten gefallen. Ja. Und, haben jetzt vielleicht, ich danke dir für deine Zeit. Wie lange haben wir jetzt geplant? Drei Monate, drei Wochen geplant. Ja, es stimmt, bis es dann geklappt hat endlich. Ne? Verrückt. Wer sich so ansatzweise für mich interessiert, als Mensch, als Freund von Dave, hat mich jetzt vielleicht besser kennengelernt. Oder Leute, die mich schon vorher kannten, kennen mich jetzt vielleicht noch mal ein bisschen intensiver. Das war noch gar nichts, das war alles nur Oberfläche. Würde mich freuen, wenn es nochmal klappt irgendwann. Ja, da kann man nochmal explizit auf Glaube oder sowas eingehen oder Mindset. Ich poste es ja eh dann als Co-Autor. Wenn du willst, kannst du es dann auch bei dir hochladen. Ja, gerne. Also gerne. Dann sehen die Leute direkt Robin mit wem. Unterstrich Schraub. Robin Schraut. So, vielleicht, es gibt immer Leute, die so boxen oder so, oder Fußballer, die dann auch den Fußballern geschrieben haben. So. Weißt du, so diese Youngins, die Fragen haben oder so. Oder ja, ich hatte schon Leute, die mir geschrieben, ich würde gerne anfangen mit Boxen. Genau. Ich bin jetzt irgendwie aber auch schon älter. Wie ist das so? Ja. Kann man da noch was reißen? So? Ja. Das geht auf jeden Fall. Also Rocky Marciano ist jetzt natürlich schon lange her, Weltmeister im Schwergewicht, ungeschlagen, hat mit 24 angefangen zu boxen. Überleg mal. Deontay Wilder mit 20. Ja. Also es ist nie zu spät. Fangt an, gebt Gas, gebt alles, lasst euch nicht unterkriegen von Leuten. Leute haten Jake Paul ohne Ende, ja, verstehe ich auch, klar. Klar. Geht nur um Geld im Endeffekt. Aber was der Junge in 6 Jahren geleistet hat, klar, ist gut. Jetzt kann man sagen, ja, der kämpft nur noch gegen abgehalfterte MMA-Fighter. Ja, ja, besiegt die mal. Ja. Besiegt die erstmal so. Ist ja, ne? Das. Deswegen Respekt an den. Der zieht durch, man hat Millionen von Hater, zieht durch. Und dann werden wir auch mit den 2, 3 Stück aus dem Saarland falls fertig, welche kommen sollten, auch fertig. Easy. Gut, vielen Dank. Ja.